Ich begrüße Sie heute zu der Präsentation über die Themen E-Logistik, Supply Chain Management und Supply Chain Simulation. Zuerst gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über die heutige Präsentation. Das primäre Thema ist die E-Logistik und wird von mir behandelt. Danach übernimmt Klaas mit dem Thema Supply Chain Management. Danach kommt Jessica mit dem Thema Supply Chain Simulation. Zu guter Letzt ziehen wir noch alle ein Fazit und das Literaturverzeichnis hängt noch an. Wir beginnen mit dem Thema E-Logistik, der Definition, dem Einsatz und den Technologien. Ich möchte Ihnen gerne zuerst einen kurzen Überblick über die Themen geben, die ich im Bereich E-Logistik ansprechen werde. Zuerst eine Einleitung zum Thema Relevanz der E-Logistik. Dann definiere ich dieses Thema. Nach der Definition zeige ich die Entwicklung der E-Logistik. Der dann folgende Abschnitt befasst sich mit den Prozessen und Einsatzbereichen. Im vorletzten Teil dieser Präsentation erläutere ich exemplarisch Technologien, die der E-Logistik Anwendung finden. Zu guter Letzt fasse ich noch die behandelten Themen zusammen. Die Forderung nach innovativen Konzepten und Systemen wird immer lauter in der Logistik und begründet sich in den folgenden Sachverhalten. Die zunehmende Individualisierung von Kundenwünschen, das Komplexitätsproblem von logistischen Prozessen, also dass Prozesse immer von der Aufgabenstellung her immer komplexer werden, diese jedoch effizienter abgewickelt werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Des Weiteren spielt die Integration aller Prozesse und Akteure der Wertschöpfungskette im betriebswirtschaftlichen Denken heutzutage eine entscheidende Rolle. Es entsteht ein großes Netzwerk und dadurch fallen eine große Menge an Daten an. Diese müssen verwaltet werden. Außerdem wächst durch die Globalisierung des Handels der Konkurrenzdruck auf Unternehmen. Um erfolgreich am Markt teilnehmen zu können, müssen e-logistische Systeme zeit- und kostenreduzierend arbeiten. Die beschriebenen Sachverhalte verdeutlichen die Signifikanz der e-Logistik für heutige Unternehmen. Die e-Logistik wird in der Literatur unter vielen Titeln geführt. Die Kernaussage ist in der Regel aber konsistent. Hausladen definiert den Begriff e-Logistik als IT, also informationstechnologisch gestützte Logistik, wie folgt. IT-gestützte Logistik umfasst die Transformation von logistischen Geschäftsmodellen und Prozessen durch den Einsatz von I&K-Technologien. E-Logistik ist also ein durch Informations- und Kommunikationstechnologien gestützter Prozess, um Geschäftsprozesse zu optimieren. Der Kernprozess der Logistik, also Zeit und Raum zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu überwinden, wird dabei durch die Technologien und Systeme der E-Logistik unterstützt. Alle Prozesse der elektronischen Logistik dienen als Querschnittsfunktion in Unternehmungen, um hauptsächlich die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort bereitzustellen. Das sogenannte 8R gewinnt zunehmend an Bedeutung. Kommen wir nun zu der Entwicklung der E-Logistik. Die Entwicklung der Logistik lässt sich am besten an prägenden Trends der Wirtschaft und geforderten Kundenwünschen erläutern. In den 1970er Jahren lag das Hauptgeschäft der Logistik in den klassischen Logistikdisziplinen Transport, Lagerung und Verpackung. Durch Wandlung vom Verkäufer zum Käufermarkt in den 80ern wurden kundenspezifische Zusatzleistungen gefordert, also Just-in-Time-Lieferungen, Qualitätskontrollen und zum Beispiel die Übernahme von Montagetätigkeiten. Die 90er Jahre sind geprägt durch den Beginn der integrativen Tätigkeiten im Bereich der Wertschöpfungskette. Heutzutage werden Systemdienstleister nachgefragt, die über Netzwerke und Services alle relevanten Forderungen von Unternehmen nach Logistik erfüllen können. Besonders die finale Stufe verlangt die Nutzung von elektronischen und informationstechnischen Systemen. An dieser Stelle noch ein Ausblick in die weitere Entwicklung der Logistik über das Thema E-Logistik hinaus. Im Rahmen der vierten industriellen Revolution, also einer vermehrten Verbindung von realer und digitaler Welt, durch sogenannte cyberphysische Systeme, ist die Logistik 4.0 entstanden. Diese charakterisiert sich durch zunehmende Vernetzung aller Akteure des Wertschöpfungsprozesses, der Dezentralisierung von Kompetenzen, der Echtzeitfähigkeit von Prozessen und der wachsenden Serviceorientierung. Kern der Logistik 4.0 ist die ganzheitliche Vernetzung und die Flexibilisierung von Prozessen. Nun möchte ich Ihnen einen Einblick in die Prozesse und Einsatzbereiche geben, die durch die E-Logistik beeinflusst werden. Hauptprozesse e-logistischen Wirkens sind in allen relevanten betriebswirtschaftlichen Abteilungen zu finden, sowie die Beschaffung, die Produktion, das Lager, die Distribution, die Redistribution, also die Abfallwirtschaft und in der Instandhaltung.
Im Folgenden werden die Prozesse und Einsatzbereiche exemplarisch an der Beschaffungs- und der Produktionslogistik erläutert. Bei der Beschaffung unterstützt die E-Logistik den Bereich der Vorbereitung, der Durchführung und der Steuerung von Materialflüssen vom Lieferanten zum Kunden. Immer begleitet wird dieser Prozess von einem ständigen Fluss an Informationen. Durch einen gezielten Einsatz dieser Technologien können Prozess- und Transaktionskosten gemindert werden und Prozesse beschleunigt werden. In der Praxis äußert sich diese Unterstützung zum Beispiel in globalen Verfügbarkeitsprüfungen von Materialien und ständiger Überwachung des Lieferprozesses. In der Produktionslogistik müssen vermehrt flexiblere und dynamische Verfahren verwendet werden, um die kundenspezifischen Wünsche zu befriedigen. Die Produktionslogistik arbeitet in Zeiten von Just-in-Time-Produktion bzw. Lieferung eng mit der Lagerlogistik zusammen. In der Praxis äußert es sich daran, dass zum Beispiel Lagerbestände aus Kostengründen niedrig gehalten werden müssen, aber gleichzeitig müssen Aufträge in der Produktion mit Materialien aus dem Lager termingerecht und qualitativ hochwertig abgearbeitet werden. Diese Sachverhalte sind oft gegenläufig und können nur mit e-logistischen Technologien gewährleistet werden. Durch diesen Einblick wird deutlich, dass die Verwendung von Technologien aus dem Bereich der E-Logistik viel Potenzial für ein Unternehmen birgt. Exemplarisch wird im Folgenden nur auf Technologien der Beschaffungs- und Produktionslogistik eingegangen. Das ESRM, das DPS, das MES und das APS werden näher betrachtet. Diese Technologien sind aber nur ein Bruchteil der weiteren Systeme und Konzepte, die unter dem Begriff E-Logistik behandelt werden. Das E-Supplier Relationship Management, kurz ESRM, ist die Schnittstelle zwischen Unternehmen und externen Beschaffungspartnern. Der Nutzen dieses Systems ist in erster Linie eine Kostenreduktion und der Aufbau bzw. der Erhalt von hochwertigen Lieferantenbeziehungen. Beim Desktop Purchasing System, dem DPS, werden Bestellungen direkt aus internen Katalogen abgewickelt. Die Produktion kann so ohne Einbeziehung der Beschaffung kleinere Bestellungen machen. Zum Beispiel können C-Teile, also Schrauben und Muttern, direkt bestellt werden. Durch diese Dezentralisierung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten werden Prozesse beschleunigt. Um Produktionsprozesse zu optimieren, gibt es unter anderem das Advanced Planning and Scheduling System, das APS. Es organisiert ressourcenbedingte Engpässe in Unternehmen. Durch Modellierungs-, Optimierungs- und Simulationsfunktionalitäten kann das System eine weltweite Verfügbarkeitsprüfung vornehmen. Das führt dann zu einer allumfassenden Kostenoptimierung in der Supply Chain. Zu guter Letzt gibt es noch das Manufacturing Execution System, kurz MES genannt. Es ist ein Steuerungssystem zur Kontrolle von Produktionsprozessen. Die dabei ermittelten Daten können zur Optimierung und Feinplanung des Produktionsprozesses dienen. Abschließend möchte ich noch einmal das zuvor Präsentierte zusammenfassen. Durch Globalisierung des Handels, Integration der gesamten Wertschöpfungskette, Individualisierung von Kundenwünschen und immer komplexeren Sachverhalten sind Technologien der E-Logistik für heutige logistische Prozesse unabdingbar. Denn als Querschnittsfunktion zu allen Unternehmensbereichen stellt es Informationen bereit, optimiert Prozesse, spart Zeit und Kosten ein und lässt Prozesse flexibler auf Kundenwünsche eingehen. Diese Vorteile, die eine Unternehmung durch E-Logistik hat, sollten wahrgenommen werden, wenn das Unternehmen erfolgreich in der Wirtschaft agieren will. Auch ich heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen Präsentation. Ich habe mich mit dem Thema Supply Chain Management beschäftigt, spezifisch bei diesem mit der Entstehung und Definition, den Zielen des Supply Chain Management und anschließend einem praktischen Beispiel. Ich habe meinen Themenbereichen eine Einleitung, einen Theorieteil, der die Entstehung der Supply Chain anhand der Wertschöpfungskette nach Porter aufzeigt, begriffliche Grundlagen klärt, das SCOR-Modell erklärt und die Ziele des Supply Chain Management erörtert hat. Abschließend möchte ich einen kurzen Einblick in einen Optimierungsprozess eines Unternehmens geben. Die steigende Dynamik der internationalen Märkte, der verschärfte Wettbewerb zwischen den Unternehmen, ein immer erfolgreicheres E-Business sowie eine neue Informationsdichte für die Kunden via Internet über Produkte, deren Preise, Verfügbarkeit und Lieferzeiten zwingen die Unternehmen,
Geschäftsprozesse besser aufeinander abzustimmen. Gerade in der heutigen Zeit der Globalisierung ist es also essentiell für Unternehmen, konkurrenzfähig zu bleiben und deshalb in der Abstimmung ihrer Geschäftsprozesse optimal zu handeln. Ein großer Teil der Geschäftsprozesse dieser Unternehmen verläuft entlang der logistischen Wertschöpfungskette. Deshalb befasst sich der nachfolgende Teil der Präsentation mit dem Management dieser logistischen Wertschöpfungskette. Den Grundstein für den Aufbau der Wertschöpfungskette, wie wir ihn heute kennen, legte der Ökonom Michael E. Porter im Jahre 1985. Unter anderem formulierte er folgenden Satz: Jedes Unternehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird. All diese Tätigkeiten lassen sich in einer Wertkette darstellen. Laut dieses Zitates werden Unternehmen in einzelne Bereiche aufgeteilt, um besser durchleuchtet zu werden. Indem einzelne Stufen der Produktion in einer Reihenfolge und verschiedene Tätigkeiten abgebildet werden. Weiterhin bildet die Wertschöpfungskette die Grundlage für weitere Analysen. So kann zum Beispiel die Gesamtleistung des Unternehmens abgebildet werden. Dadurch kann ein Unternehmen prozessoptimierende Maßnahmen ergreifen, um so prozesseffizienter zu gestalten. Wie Sie anhand der Grafik sehen können, werden 5 Primärkategorien unterschieden, zu denen die Eingangs- sowie Ausgangslogistik, die Produktion, Marketing, Vertrieb und der Kundenservice zählen. Die Primäraktivitäten bilden eine Kette von der Produkterstellung bis hin zur Kundenbetreuung. Unterstützende Aktivitäten ergänzen den Wertschöpfungsprozess. Jede einzelne Aktivität, die in der Wertschöpfungskette abgebildet ist, hat das Potenzial, Differenzierungsansätze aufzuzeigen und somit Prozesse verbessern zu können. Das Ziel ist es, durch diese Ansätze Kosten einsparen zu können, um letztendlich höhere Umsätze zu erzielen. Wie Sie auch an der rechten Seite der Grafik sehen können, da ist blau eingefärbt die Gewinnspanne dargestellt. Nachdem der Grundstein für die heutige Supply Chain erläutert wurde, möchte ich nun begriffliche Grundlagen der Supply Chain sowie des Supply Chain Management klären. Als eine Definition der Supply Chain gilt, die Supply Chain repräsentiert den Fluss von Leistungsobjekten durch ein Netzwerk von Wertschöpfungspartnern, das sich dem Rohstofflieferanten bis zum Endverbraucher erstreckt. Zu einer Versorgung zur Lieferkette, auch bezeichnet als Supply Chain, gehören alle Unternehmen, die an der Entwicklung, Erstellung und Lieferung eines Erzeugnisses eines bestimmten Unternehmens beteiligt sind. Supply Chain Management wiederum kann als integriertes Management aller Elemente der Supply Chain verstanden werden. Dabei wird die Organisationsstruktur von Unternehmen und die Supply Chain Prozesse zu einem Netzwerk verbunden. Die gerade eingeblendeten dunkelblauen Blasen zeigen wesentliche Herausforderungen in diesem Zusammenhang. Diese sind die integrierte Planung, Steuerung, Abwicklung, Überwachung und letztendlich die Optimierung aller Material- und Warenströme der zugehörigen Informationsflüsse von den Vorlieferanten bis hin zum Endkunden. Nun möchte ich auf das SCOR-Modell eingehen. Das Supply Chain Management stellt eine Herausforderung bezüglich der Prozessgestaltung dar. Relevante Teilprozesse müssen ausgewählt werden und außerdem mit den richtigen Partnern über Schnittstellen verknüpft werden. Hier findet das Supply Chain Operation Reference Modell, was Sie jetzt nun auf der aktuellen Folie sehen können, seine Anwendung, welches ein standardisiertes Referenzmodell beschreibt. Eine einheitliche Bewertung von Lieferketten soll gewährleistet werden. Die Grafik zeigt die Anordnung des SCR-Modells um seine 5 Hauptsteuerungsprozesse. Diese 5 Hauptsteuerungsprozesse werden als Planen, Beschaffen, Herstellen, Liefern und Rückliefern definiert. Das Modell schließt zunächst die eigene Lieferkette eines Unternehmens ein. Etwas transparenter an der rechten und linken Seite der Grafik sind die Lieferketten der Kunden und der Lieferanten dargestellt, wodurch das Modell die Interaktion mit den Kunden und Lieferanten integriert. Erweitert kann auch noch die Definition von Kennzahlen für die Bewertung der einzelnen Prozesse innerhalb der Lieferkette aus dem Modell erschlossen werden.
die zum Beispiel die Grundlage für den Leistungsvergleich von Lieferketten der gleichen Branche ermöglicht. Noch kurz zu den Anwendungsbereichen dieses Modells. Es kann zum Beispiel das Leistungsvermögen von Lieferketten, dass diese bewertet und verglichen werden können. Dann sollen integrierte Lieferketten über die Partner der Logistikkette hinweg analysiert werden und darauf aufbauen optimiert werden. Und als letztes kann das Modell zum Beispiel Anwendung im Bereich Einsatz von Software in der Lieferkette finden. Zum Abschluss des Theorieteils möchte ich auf die Ziele des Supply Chain Management eingehen. Supply Chain Management ist ein Begriff, der vorwiegend aus der Praxis herausgeprägt wurde und sich aber stetig weiterentwickelt. Die meisten Unternehmen haben grundsätzlich das Ziel, ihre Wirtschaftlichkeit zu steigern, was unter anderem durch Optimierung von Prozessen geschehen kann. Dabei werden aber nicht nur die Bereiche des Unternehmens selbst erörtert, sondern halt auch die Prozesse, die den Kunden betreffen, da sie diese auch in der Supply Chain mit einbegriffen sind. Folgende Hauptziele sind durch das Supply Chain Management definiert. Die Kundenzufriedenheit soll durch bedarfsgerechte Anlieferung gesteigert werden. Schnelle Anpassungen an Änderungen des Marktes sollen möglich sein. Bestände in der Supply Chain sollen gesenkt werden. Eine höhere Effizienz der Produktionssteuerung und der Kapazitätsplanung soll gewährleistet werden und die Auftragsdurchlaufzeiten sollen verkürzt werden. Diese Optimierung an verschiedenen Bereichen der Supply Chain soll dem Unternehmen nicht nur Kosten einsparen bzw. den Gewinn steigern, sondern soll es auch wettbewerbsfähig gegenüber anderen Unternehmen gestalten. Nun möchte ich Ihnen noch einen Einblick in ein Praxisbeispiel zum Thema Optimierung an der Wertschöpfungskette geben. Vorstellen möchte ich das Unternehmen Beiersdorf Italien. Beiersdorf ist ein internationales Haut- und Schönheitspflegeunternehmen mit führenden Marken wie Eucerin und Nivea. Beiersdorf hatte das Problem, dass ihre Prognosegenauigkeit 2007 bei nur 45% lag. Dadurch wurden Startvolumina und eine ausreichende Menge an Aktionsmaterial zur Unterstützung ihrer Kunden falsch eingeschätzt. Das im Folgenden beschriebene Collaborative Forecasting umfasst die integrierte Erstellung von Absatzprognosen bzw. Plänen des Supply Chain Einheiten auf Basis der Abverkäufe ab dem Endkunden. Dadurch sollen zum Beispiel Bestände reduziert werden. Und der folgende Optimierungsprozess, den Beiersdorf gewählt hat, der bezieht sich auf das Collaborative Forecasting. Das Unternehmen entschied sich für die Implementierung eines Integrated Sales Forecasting Prozesses, der ein monatliches Meeting zwischen Vertriebsmanagement, Marketingmanagement und Controllingmanagement vorschrieb. Zudem soll ein auf Vertrauen basierender Austausch mit Kunden und Lieferanten implementiert werden. Gemeinsam definierte Ziele, eine entsprechende Planung der Aktivitäten und der Beitrag aller beteiligten Abteilungen sorgten dafür, dass alle notwendigen Informationen zwischen den genannten Abteilungen, Kunden und Lieferanten ausgetauscht wurden. In der aktuellen Grafik sehen Sie nochmal die Supply Chain und darüber den Optimierungsprozess, den Beiersdorf gewählt hat. Als Fazit der Implementierung des Collaborative Forecasting bei Beiersdorf konnten nicht nur Bestände gesenkt werden, sondern auch hat es sich positiv auf das Service Level ausgewirkt. Genauere Umsatzprognosen konnten getroffen werden. Jetzt mal um einen Vergleich in Zahlen zu bekommen. Vorher lag das bei 45%, die Prognosegenauigkeit, und jetzt konnte eine Prognosegenauigkeit von über 60% erreicht werden. Dadurch wurden wiederum Kosten eingespart und letztendlich der Gewinn gesteigert werden. Jetzt übergebe ich an Jessica. Nun kommen wir zu dem dritten Thema dieser Präsentation. Ich habe mich mit dem Thema Simulation in der Logistik beschäftigt, explizit mit dem Thema Supply Chain Simulation. Als erstes einmal kurz das Inhaltsverzeichnis. Ich werde zunächst eine allgemeine Einführung geben, dann das System, das Modell und die ereignisgesteuerte Simulation definieren, um im Anschluss auf die Supply Chain Simulation mich zu fokussieren und dabei die Zielsetzung und die Einsatzbereiche zu erläutern, um anschließend diese nochmal anhand eines Anwendungsbeispiels zu verfestigen. Genau.
Generell ist die Frage, wieso ist dieses Thema der Simulation von besonderer Relevanz in der Logistik und auch in der Produktion? Infolge der Globalisierung, der zunehmenden Produktdifferenzierung mit Customizing, sodass sich die Variantenvielfalt erhöht, die Fokussierung auf die Kernkompetenz eines Unternehmens und somit die Reduktion der Fertigungstiefe, sowie die Implementierung innovativer Logistiksysteme wie Kanban oder Just-in-Time ergeben sich hohe Anforderungen an die Logistik. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob die Simulation im Zeitalter internationaler Konkurrenz als explizites Planungs- und Verbesserungstool fungieren kann, um die Logistik den erhöhten Anforderungen anzupassen. Um den Umfang und die Funktionsweise einer Supply Chain Simulation in der Praxis zu verstehen, ist zunächst eine Differenzierung der Begriffe des Systems, des Modells und der Simulation notwendig. Als erstes möchte ich nun den Begriff des Systems erklären. Ein System ist grundsätzlich eine Ansammlung von Elementen, hier gekennzeichnet durch die blauen Kreise mit dem S bezeichnet, und deren zugehörigen Eigenschaften, sogenannte Zustandsgrößen, die durch Wechselbeziehungen miteinander verbunden sind. Ausgelöst durch diese Wechselbeziehung ist ein System kein starres Konstrukt, sondern es enthält Systemelemente, die mit charakteristischen Zustandsgrößen, die in abhängigen oder unabhängigen Beziehungen zueinander stehen. Obwohl ein System grundsätzlich durch Systemgrenzen von der Umwelt getrennt ist, können über Schnittstellen Ein- und Ausgangsgrößen mit der Umwelt diffundieren. Folglich kann ein System neben internen Beziehungen zwischen vorhandenen Systemelementen weiterhin durch Wechselwirkung mit der Umwelt tangiert werden. Als nächstes soll aus der Definition des Systems das Modell abgeleitet werden. Da ein System grundsätzlich aus komplexen Zusammenhängen besteht, ist eine Analyse und Optimierung der Funktion oftmals am System selbst gar nicht möglich. Dazu wird das Modell als abstraktes Abbild des Systems verwendet. Im Rahmen des Modellbildungsprozesses kommt es neben einer zunehmenden Abstraktion zu einer Reduktion der Wechselbeziehung, sodass die Komplexität des Ausgangssystems reduziert wird. Abgeleitet von den zuvor charakterisierten Begriffen definiert die VDI, der Verband Deutscher Ingenieure, nach Richtlinie 3633 die Simulation als Nachbildung eines dynamischen Prozesses in einem realen Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit anwendbar sind. Folglich kann die Simulation als Problemlösungstool charakterisiert werden, welches das Verhalten von Prozessen über einen gewissen Zeitraum, der sogenannten Simulationszeit, analysiert. Somit grenzt sich die Simulation basierend auf der Dynamik des Systems von starren, statischen Analysen, wie zum Beispiel einer einfachen Tabellenkalkulation bei Excel, ab. Unterschiedliche Klassifikationen gibt es dabei von der Simulation, die durch differenzierte Eigenschaften geprägt sind. Zunächst kann zwischen der kontinuierlichen und der diskreten Simulation unterschieden werden. Im Gegensatz zu der kontinuierlichen Simulation besitzt die diskrete endlich viele Zustandsänderungen pro Zeithorizont. In dieser Präsentation wird sich auf die ereignisgesteuerte Simulation bezogen, die ein Unterbereich der diskreten Simulation ist, bei der Zustandsvariablen innerhalb des simulierten Systems durch das Eintreten von Ereignissen, also ereignisgesteuert, geändert werden. Zum Beispiel ist das bei einer Simulation der Lieferzeit für eine Kundenbestellung beim Ausfall zum Beispiel einer Single-Sourcing-Quelle, also dem Ausfall des Lieferanten. Dadurch löst das Ereignis, also der Lieferantenausfall, die Änderung von Zustandsvariablen aus, also die Lieferzeit. Und auf der Basis der ereignisdiskreten Änderung der Zustandsgrößen eignet sich die ereignisgesteuerte Simulation besonders für unregelmäßig anfallende Prozesse, wie sie in der Logistik auftreten. Die Herausforderungen der Logistik im heutigen Zeitalter resultieren aus dem Streben nach den 8 richtigen R. In Kombination mit der Komplexität der Abläufe durch die Integration vieler Interessengruppen
In einer Supply Chain unterliegt die Logistik einem stetigen Verbesserungspotenzial. Genau, dadurch kann die Simulation in der Logistik vielseitig eingesetzt werden. Als erstes auf der Werksebene, also Simulation und Analyse von ganzen Werken mit dem Ziel, die arbeitsübergreifenden Prozesse zu optimieren. Ferner die Modellierung von Belieferungsprozessen, wie zum Beispiel die Festlegung von optimalen Bestellmengen. Und zuletzt die Supply Chain Simulation als entscheidendes Einsatzgebiet der ereignisdiskreten Simulation. Im weiteren Verlauf dieser Präsentation wird sich auf die Supply Chain Simulation fokussiert und dessen Zielsetzung, mögliche Fragen und ein Anwendungsbeispiel erklärt. Mithilfe der Supply Chain Simulation kann die gesamte Lieferkette von dem Lieferanten über die Produktion beim Original Equipment Manufacturer bis zum Kunden sowie die Entsorgung des Leergutes untersucht werden. Ziel ist es, die ganzheitliche ökonomische und organisatorische Optimierung der Supply Chain bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgung. Folglich können bisherige oder angestrebte Supply Chain Systeme modelliert werden, um mögliche Handlungsalternativen zu analysieren, ohne dass in den laufenden Prozess eingegriffen werden muss. Die Analyse der Handlungsalternativen auf Qualität und Quantität sowie das Betrachten entscheidender Kenngrößen, wie zum Beispiel die Kapazitätsauslastung, führt zu einer objektiven Entscheidungsfindung und die zumeist in Gewinnmaximierung resultiert. Zusammenfassend ist die Supply Chain Simulation ein entscheidendes Tool, um komplexe Supply Chain Strukturen abzubilden und die Entscheidung in kürzester Zeit zu erhöhen. Resultierend aus der Vielfältigkeit einer unternehmensspezifischen Supply Chain gibt es diverse operative, taktische und strategische Ansatzpunkte für Verbesserungspotenziale. Erstens können dabei bislang existierende Supply Chain Strukturen verstanden werden, wie zum Beispiel die Analyse der Bestandspolitik im Hinblick auf die Festlegung von Sicherheitsbeständen, sodass ein Gleichgewicht zwischen den Kosten und dem Service besteht. Ferner können Fragestellungen zur Implementierung neuer Supply Chains, wie zum Beispiel optimale Standortauswahl für Produktionsstätten oder Distributionszentren oder auch die Kapazitätsplanung neuer Produkte analysiert werden. Drittens kann die Reaktionsfähigkeit auf die Einführung von Innovationen untersucht werden, wie zum Beispiel die Erweiterung des Produktportfolios und die daraus resultierenden Anforderungen an die Logistik. Zuletzt kann die Supply Chain Simulation zur Risikoanalyse bei Störfaktoren eingesetzt werden, wie zum Beispiel den Ausfall eines Lieferanten. Jedoch führt nur eine individuelle Analyse von unternehmensspezifischen Supply Chain Problemen mithilfe der Simulation zur langfristigen Verbesserung der gesamten Struktur. Um die Umsetzung der Supply Chain Simulation besser zu verstehen und die Simulation exemplarisch am Beispiel der Supply Chain eines niederländischen, wird die Supply Chain eines niederländischen Herstellers für gekühlte Fertigsalate dargestellt. Zur Gewährleistung von frischen Produkten ist eine transparente, funktionsfähige Lieferkette unabdingbar. Die Lieferkette lässt sich auf der folgenden Grafik erkennen. Die werde ich jetzt im Folgenden kurz erläutern. Der Producer bezieht die Lebensmittel für 60 verschiedene Fertigsalate bei dem Lieferanten, dem Supplier. Nach der Produktion der Salate beim Producer werden diese nach dem Bestellrhythmusverfahren mehrmals wöchentlich von den Handelslagern, den sogenannten Retail Warehouses, bestellt, auf Lager gelegt und zuletzt im Rahmen von Wiederaufstockungsbestellungen an den Einzelhandel verkauft. Der Einzelhandel führt abends immer nach Ladenschluss eine Verfügbarkeitsprüfung durch und löst Bestellungen zum Maximalbestand aus, falls der aktuelle Lagerbestand im Einzelhandel zu gering ist. Um die aktuelle Situation zu beschreiben, die Bestellfrequenz und Lieferhäufigkeit zwischen dem Hersteller und dem Handelslager beträgt momentan 2-mal pro Woche. Die Bestellfrequenz und Lieferfrequenz zwischen Handelslager und Einzelhandel dagegen 3-mal pro Woche.
und die Vorlaufzeit für Auslieferung zum Handelslager 3 Tage. Diese Kennzeichen sind für den weiteren Verlauf der Simulation von entscheidender Bedeutung. Um die Supply Chain der Fertigungssalate zu optimieren, wurde in Kooperation aller Beteiligten eine Supply Chain Simulation durchgeführt. Angestrebt wurden dabei zum einen die Senkung der Fehlmenge beim Einzelhandel und somit ein höheres Verkaufsvolumen, die Steigerung der Haltbarkeit für Produkte im Einzelhandel, eine größere Variationsvielfalt bei geringen Lagerbeständen und die integrale Kostensenkung innerhalb der gesamten Supply Chain. Genau, jetzt kommen wir zu den Simulationsergebnissen. Im Rahmen der Simulation wurden unterschiedliche Szenarien, das heißt, was wäre, wenn Analysen betrachtet, wobei die entscheidende Stellschraube die Lieferhäufigkeit und Bestellhäufigkeit sowie die Vorlaufzeit ist, die vorhin schon erklärt wurde. Andere denkbare Stellgrößen wären beispielsweise die Bestellpolitik oder die Distributionseinheiten. Um die nachfolgenden Ergebnisse zu verstehen, ist das Erkennen von Szenarienbezeichnungen von entscheidender Bedeutung. Diesbezüglich möchte ich nun einmal exemplarisch ein Szenario beschreiben, das die aktuelle Situation widerspiegelt der Lieferkette. Und zwar die erste Zahl, die 2, steht für die Bestell- und Lieferhäufigkeit zwischen dem Hersteller und dem Handelslager, was hier oben nochmal in der Supply Chain zu erkennen ist. Die mittlere Zahl spiegelt die Bestell- und Lagerhäufigkeit zwischen dem Handelslager und dem Einzelhandel wider. Und die letzte Zahl bestimmt die Vorlaufzeit für die Lieferung zum Handelslager. Die Wirksamkeit aller Zahlen wurde oben nochmal dargestellt, sodass mit diesem Verständnis nun die Simulationsergebnisse skizziert werden können. Innerhalb dieser Grafiken sind die Simulationsergebnisse für 3 differenzierte Szenarien zu erkennen. Einmal 2, 3, 3, das ist das Ausgangsszenario, was vorhin an der Supply Chain erklärt wurde. Dann 2, 3, 1 ist die Verkürzung der Vorlaufzeiten auf 1 Tag und dann nochmal mit Erhöhung der Bestellhäufigkeit als letztes Szenario. Die Ergebnisse, also die Y-Achse, sind prozentuale Angaben, außer bei der Produktfrische, die ist jetzt hier noch nicht zu erkennen, wird aber später noch eingeblendet. Dabei sind die Werte in Zahlen angegeben. Im Vergleich zum Ausgangsszenario führt eine Minimierung der Vorlaufzeiten bei sonst gleichen Bedingungen zur Reduktion der Lagermenge im Handelslager sowie im Einzelhandel und zu einer Reduktion der Durchlaufzeit, vor allem im Handelslager, sodass die Anzahl der zu verfallenen Produkte sinkt, unten in der Grafik zu erkennen. Bei Erhöhung der Bestellfrequenz, das heißt auf das dritte Szenario, mit einhergehender Senkung der Vorlaufzeiten, also 541, kann die Bestandsmenge beim Einzelhändler deutlich gesenkt werden, oben links erkennbar. Und in Kombination mit den minimierten Durchlaufzeiten, bei nur geringen Erhöhungen der Gesamtkosten um 7% im Vergleich zum Ausgangsszenario, wird die Produktfrische insgesamt um 4,5 Tage verlängert. Obwohl in dieser Simulation nur ein relevantes Kriterium, also der Lieferrhythmus und die Vorlaufzeit berücksichtigt wurde, kann mit dieser Auswahl die Zielsituation erfüllt werden. Um dies zu prüfen, würde ich jetzt gerne nochmal auf die vorhergegangene Folie zurückgreifen. Die Fehlmenge generell wurde um bis zu 90% reduziert in den unterschiedlichen Teilbereichen der Supply Chain. Weiterhin konnte die Haltbarkeit der Produkte um 4,5 Tage gesteigert werden. Über die Variationsvielfalt kann keine genaue Aussage getroffen werden anhand der Kennwerte. Und das Kostenkriterium wurde nicht erfüllt, sondern es ist ein Kostenanstieg um 7%. Alle Angaben wurden im Vergleich zum Ausgangsszenario getroffen. Obwohl sich die Prozesskosten laut der Simulation
erhöhen, können die angestrebten Ziele doch erreicht werden, da die Kosten langfristig aufgrund von Kosteneinsparungen durch einen geringeren Platzbedarf, da geringere Lagermenge, geringere Lebensmittelverschwendung, da höhere Haltbarkeit und eine höhere Produktionsvielfalt egalisiert werden. Nun möchten wir nochmal themenübergreifend ein gemeinsames Fazit ziehen. Es ist eine steigende Bedeutung der oder die steigende Bedeutung der drei Teilbereiche ist bedingt durch die schnelllebige Wirtschaft mit kürzeren Produkt- und Entwicklungszyklen und der zunehmenden Komplexität der Logistik. Dabei ist vor allem die E-Logistik als entscheidende Querschnittsfunktion eine sehr wichtige Funktion, um die Optimierungspotenziale zu nutzen. Weiterhin werden mit der Supply Chain oder ist innerhalb des Supply Chain Managements eine exakte Definition der Supply Chain notwendig, um die Optimierungspotenziale dieser zu erkennen, um anschließend mit der Supply Chain Simulation als entscheidendes Planungs- und Entwicklungstool die Optimierung zu generieren, um zum Beispiel das Vertrauen zu Supply Chain Partnern zu gewinnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass anhand dieser drei Kriterien oder Tools ein Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen entstehen kann, mit einem einhergehenden Kostenvorteil, um die Gewinnmaximierung langfristig zu verbessern. Zuletzt möchten wir noch einmal auf die auf das Literaturverzeichnis hinweisen. Genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns bei Ihnen und falls noch irgendwelche Fragen sind, können Sie die natürlich jetzt gerne stellen.